Wenn bunte, selbstgebaute Brücken auf einmal über dem Fleet stehen und Studierende zwischen Vorfreude und Bangen an der Brüstung stehen, ist es wieder soweit. Die Sommerbrücken der Hochschule 21. Die Aufgabe ist, dass zwei Studenten sich auf der Brücke begegnen, kommen von beiden Seiten, treffen sich dort und laufen auf der anderen Seite wieder runter. Und dann soll die Brücke aber bei mehr Studierenden einstürzen. Als Hauptmaterial Papprohre verwendet, die von Teppichläden kommen. Und dann haben wir die Verbindung, die Gelenke aus Holz gemacht, die wir dann mit Schrauben an den Papprohren befestigt haben. Das haben wir eigentlich im Januar und dann haben wir verschiedene Ideen durchprobiert. Dann haben wir jetzt eigentlich einen Samstag gebraucht, um die Brücke zu bauen. Und das Plan hat 2-3 Wochen gedauert, so die Idee, von der Idee letztendlich bis jetzt. Und dann war es soweit. Die ersten zwei treffen sich auf der Brücke und sie hält. Aufgabe erfüllt. Voll und ganz. Der Spieltrieb ermöglicht das Lernen durch Versuch und Irrtum und dient der Ausbildung von Kenntnissen und Fähigkeiten des Lebewesens. Klingt ja total umständlich, aber wahrscheinlich besonders des Bauingenieurs in Niedersachsen, wie es aussieht. Denn genau deshalb werden bis zum Ende dieses Tages in Buxtehude 20 Brücken einstürzen, wegen des Spieltriebs. Das Ganze nennt sich Sommerbrückenfestival 2011 und der erfolgreichste Bauingenieur hat heute mindestens einmal in der Este gebadet. Kirsten Ranf ist für uns in Buxtehude. Kirsten, ich hoffe, du stehst sicher. Ja, danke, Antje. Ich habe mir ein sicheres Plätzchen am Ufer gesucht. Ist gar nicht so einfach heute hier in Buxtehude. Lass mich das noch mal kurz deutlich sagen, was du eben angedeutet hast. Die Buxtehuder bauen heute Brücken, um baden zu gehen. Das klingt verrückt, ist es auch. Ist eine Idee der Ingenieurstudenten hier in der Stadt, die sich gedacht haben, zeigen wir doch mal zum Semesterende, was wir in Sachen Statik gelernt haben und auch was wir in Sachen so ein bisschen guter Idee im Köpfchen haben. Und Bedingung war natürlich, dass hier nicht mit Stahl und Beton gebaut wird. Das kann ja jeder. Hier wurde gebaut mit tollen Materialien wie Fahrradteilen, Pappkartons. Mein heimlicher Favorit ist eine Brücke aus Telefonbüchern. Das ist eine tolle Sache, denn die Studenten sollen ja einmal diese Brücken bauen. Sie sollen sie gemeinsam im Team machen und dann sollen sie auch erleben, wie das ist mit dem Einsturz. Gewissermaßen das Grenzverhalten des Tragwerkes erleben. Ach wunderbar, ganz Buxtehude steht Kopf, weil jemand baden geht. Wir zeigen doch mal ein paar schöne Brückenzusammenstürze, weil es so herrlich ist. Das ist hier in der letzten Stunde passiert. Man kann sich gar nicht satt sehen. Antje, was soll ich sagen? In den nächsten Momenten werden hier die letzten Brücken einstürzen. Es bleibt dann keine mehr übrig, außer die letzte, die zurück zu dir ins Studio. Den Damen einmal einen Riesenapplaus. Mit Nase runter, aber ist gut gegangen. Nachdem ich eben erfahren habe, dass einige da runtergeschickt wurden zur Mühle, weil sie dachten, da würden wir beginnen, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir hier am anderen Ende beginnen. Ja, liebe Buxtehuderin Buxtehude, wir haben heute hier einen ganz besonderen Anlass in der Hochschule 21, der auch schon bei mir sehr starkes Herzklopfen und unruhige Lächeln hervorgerufen hat, weil wir nämlich diesmal unser Fest Sommerbrücken am Fleet machen. Das ist schon so eine Tradition bei uns, dass wir das machen an der Hochschule, aber wir haben es noch nie am Fleet gemacht. Und das ist was ganz Besonderes hier. Es ist ein bisschen natürlich hier mitten in Buxtehude eine tolle Atmosphäre, aber es ist auch ein bisschen schwieriger, das Ganze aufzubauen. Dass derjenige reinfallen. Ja, der fällt schon so. Ja. Ja. Ja, die beiden haben den ersten
Naja. Jo. Dann würde ich sagen, legen Sie mal los. So, Tiger. Ja, dann wird es. Jo, geht los. War's schön? Sehr schön. Ja, voll, Jungs. Schön, da drei Mann. Ja, voll. Schön. 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 War gut, ja, noch, richtig. Ja, noch. Und? Schön warm? Ich krieg keine Luft mehr. Kalt. Nehmen Sie sich festhalten, bitte.